Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Das ist mal wieder endlich Zeit. Der Herbst ist da, Jungs. Der Herbst ist da. Unsere schöne Natur soll sich schön verfärben. Sieht wieder mal super, super schön aus. Alle Bäume werden wieder super bunt. Und der Winter ist aber wieder vor der Tür, falls überhaupt Schnee kommt. Nun gut, ich wollte mal nichts wieder darüber sagen. Ich fange mal an mit dem Video. Bis grad. So, meine Lieben, das ist mal unser erster Baum, der schön aussieht. Da bei uns daheim. Das ist noch ein schönes Haus. Ja, der Herbst ist mal wieder da und wir sind alle happy, dass es wieder losgeht. Und was denken ihr? Sind ihr auch froh, dass wieder Winterzeit wird? Dass man wieder in Schnee gehen kann, Spass haben und man wieder so richtig zu Hause lachen kann? Was denken ihr? Schreibt es mal unten hin. Welche Jahreszeit für euch die beste ist, ob Sommer, Herbst, Frühling oder was wir alles haben. Und was ihr davon haltet, dass wir immer die scheiß Zeiten umstellen. Weil das ist nämlich auch ein Scheißdreck. Aber nun gut, ich zeige euch jetzt mal noch mehr. Bleibt dran, bis gerade. Sali zurück wieder. So, ich bin jetzt auf meinem Balkon raus. Ist eigentlich ein schöner, eigentlich nasser, grusiger Tag. Da hinten wir sehen gerade unseren Bahnhof. Oder Moment, ich zeige es euch selber. So. Da ist unser Bahnhof. Schaut mal die schönen Bäume an. Es ist alles schön bunt, nur heute ist es so ein schöner Tag. Ja, das ist unser Bahnhof. Das ist der Abweg da unten. Da kann man noch Essen kaufen und so weiter. Das ist unser chilliger Balkon. Ja, da hinten, wie ihr seht, wir jetzt wieder bauen. Riesen Kack. Aber ja, was wollt man machen? So, wenn ihr mehr von einmal dort waren gesehen, dann schreibt es da unten an. Ich habe mein anderes Video auch mal aufladen. Ist leider nicht gegangen. Warum auch immer, keine Ahnung. Wenn ihr mal einen Video-Wunsch habt, was ich beim nächsten Video mal vorstellen oder bringen, schreibt es mal an. Ich bin mal gespannt auf eure Auswertung, falls ihr überhaupt etwas anschreibt. Das weiss ich nicht. Und ihr seht ja, der Tag ist heute nass, grusig und kalt. Aber auch mit dem scheiß Virus sind all unsere Freizeit alles eingeschränkt. Das ist leider total scheiße. Das ist halt so, wir in der Schweiz haben die zweite Welle erreicht. Das ist ziemlich extrem. Viel schlimmer als die erste Welle. Der Bundesrat bei uns hat müssen Massnahmen ergriffen. Ah, der Bus kommt! Was für ein Bus ist da? Ah, der 65. Der 765 ist jetzt gerade anders gefahren. Das ist der, der von uns, der Basisdorf, Dietlicken und Flughafen fährt. Jawohl. Ist geil. Ist ein geiler Bus. Man hat einen Haufen Verbindungen von da überhaupt. Allgemein schön. Ui! Man hat von da einen Haufen Möglichkeiten. In die Stadt hineinzukommen.
Und sonst haben wir auch allgemein tolle Attraktionen da, schöne Feste. Da bei uns alles leider abgesehen wegen dem Virus. Ob es nächstes Jahr könnte vorgestellt werden und gemacht werden, ist fraglich. Es ist auch alles sonst allgemein fraglich, ob es das Jahr funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Nicht das Jahr, das nächste Jahr, Entschuldigung. Im 21. Es sind viele, viele Fragen offen, es sind viele Leute skeptisch, ob das Virus überhaupt existiert, dass das existiert, und leider müssen wir mit dem umgehen. Was wir machen können, ist zusammenheben. Alles andere geht leider nicht. So. Ich sage, bis grad, bleibe dran. So, meine Lieben, jetzt sind wir wieder zurück da. In meinem Zimmer. Ist zwar nicht sehr groß, hat auch nicht viel zu bieten, aber immerhin etwas, was gar nicht. Und ja. Falls ihr mehr wollt wissen von meinem Heimatort und von meinem Wohnort, gebt den Daumen nach oben. Dann zeige ich euch mehr von Bassersdorf. Ja, der Name ist ein bisschen eigenartig, ich weiß, aber wir haben Haufen. Jetzt bitte, kann man noch schreien. So, voilà. Ja, einen Moment. So, meine Lieben, das ist mein Wohnort. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da wohne ich. Oder besser gesagt, ich wohne da. Bassersdorf, Zürich, Schweiz. Und ich könnte mehr präsentieren, wenn wir mehr bieten könnten. Aber nun, leider geht's nicht. Was wollten wir machen? Wir haben nur Einschränkungen, bald weit. Ob Österreich, Deutschland, Schweden, Schweiz, Frankreich, Spanien, egal wo. Überall sind Einschränkungen gemacht worden. Wegen dem scheiß Virus. Was sollte man machen? Man müsste einfach noch mehr zusammenheben. Noch mehr scheiß Masken tragen. Moment. Man müsste die Masken immer tragen. So, wir müssen noch mehr Masken tragen, wir müssen noch mehr Hände desinfizieren und wir müssen vor allem die Leute darauf auffordern, dass es keine Skeptiker mehr soll geben. Oh shit! So, und ja. Falls ihr eine Idee habt für mein nächstes Video, ich weiß, ich bin Amateur, aber es ist eigentlich scheiße gleich. Hauptsache, ich bringe etwas Neues drauf auf meinem Kanal. Und ich weiß, wie wir die Videos bearbeiten können wie alle anderen. Ich habe es probiert mit einem Programm, es ist nicht so gut gegangen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spass gemacht. Gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Ich kann die Glocke aktivieren. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder auf dem neuesten Stand. Und ja, ich hoffe. Ich hoffe, das war mal ein Abwechslung. Ich versuche das nächste Mal ein andere Videos zu machen, zu produzieren und ein bisschen mehr Spass drin zu bringen. Heute war es ein Scheisstag. Ich hoffe, noch etwas. Für die Leute, die mich nicht so verstehen, also Hochdeutsch reden oder Hochdeutsch verstehen, schreiben Sie mal unten an, ob ich das nächste
Würde ich also Hochdeutsch reden oder Schweizerdeutsch? Das würde mich auch noch interessieren. Für die einen, die vielleicht nicht so gut Schweizerdeutsch verstehen oder so. Schreibt es mir untereinander. Es würde mich interessieren, was ihr denkt, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und bleibe gesund. Bis dann. Ciao zusammen.